Was ist das B2B Affiliate Marketing über SimSala und wie kannst du damit Geld verdienen? Ich werde auch gleich nochmal an den PC gehen und dir ganz genau zeigen, wie das Ganze funktioniert, weil das Ganze geht einfach unter einer Minute, das zu erklären, was einfach mega genial ist. Weil du musst die E-Mail nicht mal aufsetzen, du musst einfach nur eine Artikelnummer eingeben oder eine E-Mail-Adresse und dann funktioniert das Ganze einfach schon. Ich werde dir jetzt ganz kurz erklären, was ist SimSala und dann dazu, was ist das B2B Affiliate. Ich habe hier immer wie immer Notizen, damit ich auch nichts vergesse, was wichtig ist. Und dann gehen wir nochmal an den PC und ich zeige dir auch, wie das Ganze funktioniert. Also fangen wir erstmal an mit, was ist SimSala? SimSala ist ein Online-Tool, womit du die verschiedensten Dinge machen kannst, um Geld zu verdienen. Es ist verknüpft mit der künstlichen Intelligenz, es ist mit den verschiedensten Tools und Datenbanken verknüpft. Das bedeutet, du kannst darüber zum Beispiel schauen, auf welchem, wie ist das Marketing von einem Amazon-Verkäufer, wie kann man es optimieren, wer ist die Konkurrenz, oder du kannst schauen, welche Hashtags sind auf Instagram gerade beliebt. Du kannst schauen, wie man Business-Namen kreiert, also du bekommst Vorschläge für Business-Namen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, alles rund um das Business, und das B2B-Affiliate ist ein Part in diesem SimSala-Tool, also simsala.com ist die Software, die jeder kann sich kostenfrei anmelden und das Ganze erstmal testen und machen und tun, wie er lustig ist. Und dann gibt es da drin den Bereich Affiliate und besonders das B2B-Affiliate. Das ist das, was ich dir jetzt in diesem Video vorstellen möchte. B2B-Affiliate bedeutet einfach nur E-Mails an Unternehmer senden mit den verschiedensten Angeboten. In dem Fall sind es jetzt, aktuell stellt man Amazon-Verkäufern eine Software vor, indem man einfach nur die E-Mail-Adresse des Verkäufers eingibt. Was mega einfach und mega easy ist und viele von euch haben es vielleicht schon auf TikTok gesehen oder auf Instagram und deswegen sehen die gerade dieses Video hier. Dann ist es so, dass man halt dem Verkäufer eine Software vorstellt. Das kann aber auch noch mehr sein. Das bedeutet, wir werden Step by Step immer noch mehr hinzufügen. Da wird noch vieles dazukommen bei SimSala. Aktuell ist es die Software, die vorgestellt wird an Amazon-Verkäufer. Was aber noch dazu kommt in den nächsten Wochen ist, dass du zum Beispiel Duftbäume an Kfz-Werkstätte, an Tankstellen, an Bars, also komplett Werbeartikelbereich an Unternehmer vorstellst. Das Schöne im B2B-Affiliate-Bereich ist, dass die ganzen E-Mail-Adressen der Verkäufer einfach online sind. Das bedeutet, du musst nicht dich mit Werbeanzeigen auskennen, du musst keine Landingpage erstellen, du musst nicht mal eine E-Mail haben, also du musst, das alles passiert komplett im Hintergrund, du musst nur die E-Mail des jeweiligen Verkäufers eingeben und alles im Hintergrund passiert automatisch, das heißt, es gibt ein Sales-Team, das sie kontaktiert, es gibt ein E-Mail-Template, also Vorlagen von E-Mails, die schon automatisch rausgehen. Das heißt, du kannst dir dann aussuchen und sagen, hey, ich möchte jetzt Duftbaum-Templates an den Verkäufer senden oder ich möchte jetzt die Amazon-Software an diesen Verkäufer vorstellen. Und Stück für Stück werden da noch viele, viele weitere Sachen dazukommen, die du an Unternehmer vorstellen kannst. Und das Schöne ist, dass es einfach legal ist und machbar, weil an Privatpersonen Affiliate kannst du halt nicht einfach so eine E-Mail senden, ein Angebot. An Unternehmer wiederum funktioniert das Ganze und das ist einfach etwas, was wir in diesem Fall nutzen. Und du kannst es einfach mit der Software von SimSala, kannst du das Ganze einfach im Auto machen, wenn gerade Stau ist oder so. Du kannst es machen, wenn du im Bus sitzt mit dem Handy oder du setzt dich jeden Tag einfach an deinen Laptop für 2-3 Stunden und machst das einfach richtig. Und du kannst zwischen 25 und ungefähr 100 Euro monatlich pro Person verdienen, auch mehr, je nachdem welche Fälle, indem die sich dann bei dieser Software anmelden oder das jeweilige Produkt kaufen. Und du musst nichts machen. Du musst absolut keinen Kontakt haben, du musst nicht pflegen, du musst nichts machen, was einfach übertrieben genial ist. Es ist einfach so easy und so cool, dass das, du könntest sogar ein ganzes Team einstellen, weil darunter ist auch nochmal ein Empfehlungsmarketing-System ist da auch nochmal drin. Das heißt, jeder von euch, also du bekommst dann direkt einen Link. Wenn du den Link dann an diesen Verkäufer sendest, der dich ja gar nicht kennt, so, dann wissen wir aber, dass dieser Verkäufer durch dich gekommen ist
Und du bekommst monatlich einen Bonus davon. Das heißt, wenn der Verkäufer zum Beispiel ein Abo abschließt für 50 Euro im Monat, würdest du immer die Hälfte davon bekommen. Das heißt, das sind 25 Euro jeden Monat, die du bekommst, oder halt 100 Euro, je nachdem, was er halt macht. Aber das Mindeste ist schon mal 25 Euro. Darunter gibt es einfach nichts. Und dann würdest du, wenn dieser Amazon-Verkäufer zum Beispiel für 3 Jahre angemeldet ist, dann bekommst du auch 3 Jahre jeden Monat 25 Euro. Das heißt, wenn du 100 Leute hast, bist du schon bei 2.500 Euro, was einfach mega, mega genial ist. Und das Ganze kannst du bald, also momentan ist es Deutsch, in einigen Wochen ist es auch auf Englisch verfügbar, weltweit in jeder Sprache machen. Das heißt, du kannst jeden Verkäufer auf der ganzen Welt in jeder Sprache kontaktieren. Selbst wenn du die Sprache nicht mal sprichst, das heißt, du wählst einfach, du gehst auf den spanischen Marktplatz oder den amerikanischen und dann wählst du einfach das Template für Amerika aus und trägst einfach dort die E-Mail-Adresse ein. Das war es schon. Also, das ist ein unglaublich cooles System. Und jetzt gehen wir erstmal an den Rechner und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert und wie du ab sofort mitmachen kannst, weil das einfach übertrieben einfach ist. Ich zeige dir genau, wie das Ganze funktioniert. Speziell jetzt erstmal das B2B Affiliate an Amazon-Verkäufer. Später in einem anderen Video zeige ich dir, wie das Ganze mit Duftbäumen funktioniert, also Werbeartikel. Aber jetzt in dem Video erstmal das mit Amazon-Verkäufer. Danach gehst du einfach ins Menü, sobald du dich anmeldest, und ins Affiliate. Also du siehst hier, sind noch ganz, ganz viele andere Sachen, die du machen kannst. Aber jetzt geht es erstmal nur um das Affiliate und auch nur um das Amazon-Affiliate. Dann ist hier rechts ein Button, Affiliate-Link erstellen. Wenn du den Link erstellt hast, dann wird der Link hier sichtbar sein, wie du es jetzt hier sehen kannst. Und danach verschwindet der Button, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht zeigen. Aber hier wäre dann ein Button, Link erstellen. Oder ich glaube auf der rechten Seite irgendwo. Dann erstmal gehst du auf DE-E-Mail, das heißt, wenn du an deutsche Unternehmen eine E-Mail senden möchtest, oder an englische Unternehmen, weil hier und da kann es mal auch sein, dass bei Amazon ein englischer Verkäufer ist, kein deutscher Verkäufer. So, gehen wir jetzt aber erstmal mit den deutschen E-Mails hin. Und jetzt zeige ich dir schon, wie die ganze Magie funktioniert. Du gehst jetzt zum Beispiel hin und gibst, wenn dir kein Suchbegriff einfällt, dann gehst du einfach in die Kategorien hier und fängst mit irgendeiner Kategorie an. Nehmen wir jetzt hier mal zum Beispiel Lebensmittel und Getränke. So, suchen. Dann sagen wir mal, du willst Gewürze und Fixprodukte. Dann filtern wir mal noch ein bisschen weiter oder wir sagen beliebte Geschenke. So, du musst dir halt immer merken, in welcher Kategorie du gerade so aktiv warst. Und dann siehst du jetzt, wenn du weiter runter scrollst, gibt es jetzt hier gerade 2 Seiten mit dieser einen Kategorie. Also es sind jetzt nicht viele Verkäufer, aber ist ja vollkommen egal. Dann kannst du dir zum Beispiel, du kannst von 1 bis wann auch immer, kannst du dir die Produkte aussuchen und dich hier komplett durcharbeiten, aber nehmen wir zum Beispiel jetzt mal hier das Produkt, da klickst du dann drauf. Dann siehst du zum Beispiel jetzt hier, welche Suchbegriffe die benutzen, ne? Das kann jetzt zum Beispiel Gewürze einfach nur sein, ne? Also Gewürzset sieht man hier. Also die schreiben es immer ganz in den Titel. Also in dem Titel steht dann immer irgendein Produkt, was du dir halt rauskopieren kannst, also ein Suchbegriff, was man so eingeben könnte, um dieses Produkt zu finden. Das musst du halt immer dazu nehmen. Das kann halt bei jedem, du siehst es ja, ne? Wenn du jetzt eine Badelatsche siehst, dann willst du Latsche eingeben, wenn du ein Handtuch siehst, dann nimmst du halt Handtuch. Ja. Dann trägst du dieses Keyword hier ein, also einsetzen. So, und jetzt brauchst du noch die E-Mail-Adresse und die Artikelnummer von diesem Produkt. Die Artikelnummer von diesem Produkt findest du, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, das ist die ASIN. Eine ASIN bedeutet immer Artikelnummer. Das kopierst du. So, wo sind wir hier bei Asen? Einsetzen. So, und dann gehst du hin und schaust oben, wer ist der Verkäufer? Du gehst hier auf Verkäufer, dann siehst du hier Ankerkraut GmbH. So, dann gehen wir hier runter und dann sehen wir schon deren E-Mail-Adresse. Kopieren. E-Mail-Adresse eingeben. So, das war's, wenn du einfach nur reines Affiliate-Marketing machen möchtest oder Affiliate-Business machen möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, vielleicht will ich ja die auch später anrufen und ich möchte im Vertrieb mitmachen oder was auch immer, das heißt, du hast ja die Möglichkeiten auch noch einen kompletten Vertrieb auch aufzubauen dadurch. Das heißt, wenn du siehst, ah, okay, die Person hat die E-Mail geöffnet oder was auch immer, das heißt, du klickst dann einfach auf Senden, dann sehen wir hier, das ist ein Test-Account, alle User und dann sehen wir hier, zack,
wurde versendet. Wenn das dann versendet wird, also auch bei dem im Postfach landet, dann siehst du hier delivered, das heißt, dann ist das Ganze auch rausgegangen. Und wenn die das dann öffnen, dann steht da halt open oder click, das heißt, wenn die dann draufklicken, dann wird da halt click stehen. Und das war es auch schon. Also mehr ist das Ganze nicht. Und du hast natürlich hier nochmal die Werkzeuge, wo du auch sehen kannst, was man noch so weitermachen kann. Wir haben die verschiedensten Meetings, wo wir dir auch alles näher beibringen, die auch zeigen, wie du mehr verdienen kannst oder wie du dir verschiedenste Einnahmequellen aufbauen kannst. Das kann halt auch der direkte Verkauf auf Amazon sein. Das kann der eigene Online-Shop sein. Das kann sein, dass du halt Produkte, Werbeartikel an Unternehmen verkaufst oder was auch immer. Das heißt, über SimSeller ist es so, dass wir schauen, welche Businessmodelle im Internet funktionieren. Die integrieren wir dann hier rein. Wenn du zum Beispiel Lieferanten brauchst, du sagst, hey, ich brauche gerade einen Lieferanten für was auch immer, dann kannst du hier einfach auf Lieferantenanfragen klicken, dann bekommst du einen Lieferanten. Du kannst zum Beispiel schauen, für dein Marketing kannst du das Ganze optimieren, was kostet welcher Klick, wenn ich hier und da Werbung mache. Also alles rund um Business. Wenn du dich online selbstständig machen möchtest, dann brauchst du einfach SimSeller, weil SimSeller unglaublich viele Vorteile hat und es kommen immer mehr Vorteile dazu. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie das Ganze funktioniert. Wenn du sagst, du willst, du kannst das Ganze erstmal kostenlos machen. Wir haben auch keine Laufzeit, wie lange das Ganze kostenlos ist. Das heißt, das ist immer nur auf die Benutzung begrenzt. Wenn du zum Beispiel das Tool 20 Mal benutzt, dann irgendwann läuft dann deine kostenlose Zeit ab. So, und hier kommen wir dann zu der Prime-Variante, also Prime Starter. Das sind 49,98 € im Monat. Oder du hast halt die Variante, wo du halt nochmal 50% Rabatt bekommst, dann bist du halt bei 299 jährlich. Und wenn du jetzt den Verkäufern diese Amazon Software vorstellst, womit die halt ihr Marketing verbessern können und die buchen dann das Paket hier, das kleinste Paket, dann würdest du davon 25 €, also die Hälfte, jeden Monat bekommen. Und sogar wenn diese Amazon-Verkäufer, den du gar nicht kennst, wenn er das seinen Freunden vorstellt und die sich dann anmelden dadurch, wissen wir das auch und du bekommst auch einen Teil seinen Empfehlungen. Das heißt, wenn er das auch weiterempfiehlt, bekommst du auch einen Teil davon. Das Ganze haben wir über 5 Level, also man kann maximal 5 Level, geht das darüber, geht das halt nicht. Also wenn der Freund wieder jemanden vorstellt, wenn der Verkäufer dem das vorstellt, wenn der Verkäufer wieder dem das vorstellt, das ist maximal 5 Level, also das ist jetzt kein endloses System, sondern auf 5 Empfehlungslevel haben wir das gemacht und das ist halt was richtig Cooles, wenn man irgendwie Kontakt zu Callcentern hat oder was auch immer, kann man das Ganze richtig, richtig groß aufziehen. Aber wenn man jetzt so nebenbei nur 2.000 € im Monat verdienen will, dann reichen auch diese paar E-Mails rauszusenden. Aber du hast auch die Möglichkeit, 20.000 € damit im Monat zu machen oder auch mehr, je nachdem, wie aktiv du bist. Ich hoffe, du hast das Ganze verstanden. Geh einfach auf simseller.com, melde dich kostenlos an, teste alles kostenlos, schau dir alles in Ruhe an. Wir haben auch ChatGPT nochmal mit drin rein integriert, wo du auch Fragen stellen kannst. Wir haben ein Vertriebssystem, wo du auch aktiv im Vertrieb richtig ein Vertriebsteam, Verkäufer, Sales-Team aufbauen kannst. Oder du kannst ganz bequem nebenbei einfach übers Affiliate die E-Mails versenden, hier Keyword eintragen, was auch immer. Und das Ganze wird bald noch, da gibt es bald nochmal ein Update, wo man auch halt Werbeartikel an Tankstellen oder was auch immer halt vermitteln kann. Da würde man dann einfach bei Google reingehen und schreiben Kfz Werkstatt Düsseldorf, so als Beispiel. So, und dann würdest du ja unglaublich viele Vorschläge bekommen, gelbe Seiten, was auch immer. Und dann würdest du hier auch einfach die E-Mail-Adresse von dem Verkäufer eingeben, seinen Firmennamen und das war's schon. Also dann wird ihm ein Angebot geschickt über Duftbaum-Werbeartikel, die einfach richtig, richtig gut weggehen, weil Kugelschreiber mit Logo, Feuerzeuge mit Logo, das ist so ein bisschen out. Aber Autoduftbäume mit Logo, speziell so in diesen Nischen, funktioniert momentan richtig, richtig gut. So, das war's jetzt zu dem Video. Das Ganze soll nicht zu lang werden. Meld dich an, teste das Ganze.